Freunde, falls ihr Lust habt zu wissen, wie man solche wunderschönen Lamajuns herstellt, dann bleibt dran. Ja, kommen wir zu den Zutaten für den Teig. Ich habe hier 560 Gramm Wasser, 900 Gramm Mehl, 27 Gramm Salz, 2,4 Gramm Hefe, frische, und 18 Gramm Olivenöl. Starten wir mit dem Teig. Wir starten erstmal, indem wir ungefähr 80% Wasser reinmachen und ungefähr 80% vom Mehl. Jetzt machen wir einen großen Teil vom Rest des Mehls rein. Jetzt tun wir den Rest vom Mehl rein. Das Olivenöl. Die Hefe. Wichtig ist, so diese letzten 20% immer wieder in kleine Häppchen Wasser dazugeben. Der Teig braucht seine Zeit, um das Wasser zu verarbeiten. Jetzt kommt das Salz langsam rein. Ja, der Teig ist jetzt soweit fertig. Der kommt jetzt bis morgen erstmal in den Kühlschrank. Also bis morgen. Den Teig habe ich jetzt rausgeholt. Jetzt mache ich 15 Kügelchen, jeweils 100 Gramm. So sieht der Teig nach einem Tag schon aus. Nach zwei Tagen noch ein bisschen besser. Der Teig für die Lamajuns ist auf jeden Fall fertig. Ihr könntet das jetzt bei Raumtemperatur so 4-5 Stunden liegen lassen und dann könntet ihr es benutzen. Da ich es aber erst morgen brauche, kommt die nochmal bis morgen in den Kühlschrank. Okay, starten wir mit der Hackfleischmischung. Okay, starten wir jetzt. Der Ofen wird schon mal ordentlich vorgeheizt. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die Lamajuns umgepackt in eine größere Box. Habe die schon ein bisschen zerdrückt. Die lagen jetzt 5 Stunden ungefähr bei Raumtemperatur. Jetzt holen wir sie raus, machen sie auseinander, belegen sie und dann kommen sie in den Ofen.
Freunde, was soll ich sagen? Vielleicht mache ich einen Dönerladen auf. Nein, die sind auf jeden Fall richtig Hammer geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Das sieht ein bisschen lustig aus, wenn man... Quer, immer quer. Hast du aufgenommen? Quer! Von da.